Herzlich willkommen zu Megaszenen TV. Ich habe heute einen der größten deutschen Schauspieler bei mir, Martin Semmelrogge. Hallo, grüß dich erst einmal. Du hast eine lange Nacht gehabt gestern. Wo warst du denn gestern? Gestern war natürlich ein Traum in Erfüllung gegangen. Also es war eine Traumnacht, für mich zumindest. Ich traf Muhammad Ali, also meinen Held der Kindheit, solange ich denken kann. Ja, ich glaube sogar, mein Vater hat einen Fernseher extra gekauft, um Muhammad Ali die Fights früh um 4 angucken zu können. Und ich war erlaubt, die ganzen Fights mit anzugucken. Sonst war mir eigentlich nichts erlaubt, im Fernsehen zu gucken, war alles zu grausam, aber Muhammad Ali, ästhetisch, war halt elegant wie ein Schmetterling und gefährlich und schnell wie eine Biene. Like a bee, ja. Ja, war toll. Vor allem, ich konnte mich mit ihm unterhalten, richtig. Und er ist ein herzensguter, er hat immer noch eine wahnsinnige Ausstrahlung, der Mann. Wenn der da sitzt, also auch wurde auch sein neuer Film Ali mit Will Smith vorgestellt. Also gestern war ja die Premiere eigentlich, Premierenfeier. Ja. Ich habe aber zu ihm gesagt, When We Were Kings, Ali live ist einfach unübertroffen. Man kann ihn einfach nicht mehr toppen. Und da hat es noch so viele Leinwände haben. Ali himself live und was er früher gemacht hat, wie er sich, also das Großmaul und wie er die Show gemacht hat, wie er seine Überzeugung vertreten hat, Karriere, Verzicht für seinen Glauben, für seine Überzeugung, für Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Ja, also ich meine, da können wir uns alle eine Scheibe von abschneiden, von so einem Menschen, ja, also... Hast du ihn zum ersten Mal getroffen? Ja, natürlich, ich meine... Stammgast, also, hallo, grüß dich, so jedes Mal. Ja, ich meine, sicher ist er ganz locker drauf, der ist halt so wie die Amis sowieso cool, der macht seine Zaubertricks die ganze Zeit, hat er auch so ein Taschentuch auftauchen lassen, verschwinden lassen... Und fing auf einmal mit Karl Miltenberger, hat er noch gesagt, und da war noch ein anderer Deutscher, den hat er auch damals verkloppt, also richtig, und den zwei hat er gesagt, ich gebe euch noch mal eine Runde, aber keine Angst, ich mache euch nichts mehr. Also er hat immer noch einen coolen Humor, und dann fing er an zu tänzeln und so rum zu chappen und zu jumpen, da hat man auf einmal seine ganze Krankheit vergessen, da war er wie der junge Ali, das war so rührend. Und ja, war ein toller Moment, einfach, ja. Du selber betreibst ja auch Kampfsport, habe ich gelesen. Stimmt das? Ja, ich meine, ich mache das so fürs Fernsehen und ich mache grundsätzlich Sport für mich, für meine Psyche und damit ich nicht auseinanderfalle. Ich meine, ich bin in einem stressigen Beruf und muss mal einmal fit sein, muss oft lange drehen, wenig Schlaf. Und da ist natürlich, wenn man körperlich fit ist, hat man immer einen Vorteil. Außerdem macht es mir, wie gesagt, Spaß. Und reiten tust du auch, habe ich gelesen. Hervorragender Reiter bist du. Ja, ich habe ein Pferd sogar. Also in Mallorca zu Hause habe ich ein Pferd stehen. Und ja, ich bin 14 schon durch die harte Schule, Bronzenabzeichen, Dressur, Springen. Aber jetzt mache ich es aber noch so zum Hobby oder für berufliche Zwecke mal. Mallorca, du ziehst jetzt eigentlich komplett nach Mallorca, habe ich gehört. In deinem Internet steht noch drinnen, dass deine Heimatstädte New York sind und Italien. Ich habe eben heute gehört, dass Mallorca der neueste Wohnsitz ist von dir. Seit diesem Jahr bin ich jetzt Resident in Mallorca. Also wohne ich ganz fest in. Ist das dann auch der Ort, wo du dein Lebensabschnittsende begehen möchtest? Nein, so alt bin ich ja noch nicht, denke ich mal. Jetzt gleich auch ein Lebensabschnitt. Ein Teil weg. Ich werde mal die nächsten 5 Jahre in Mallorca verbringen. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich vielleicht in 2 Jahren nach Amerika wieder mal fahre. Oder in einem Jahr. Vielleicht sogar jetzt dieses Jahr mal eine schöne Tour mit dem Motorrad oder so. Gute Jetzt, aber Mallorca ist einfach, ich arbeite auch viel noch in Deutschland und auch manchmal in Frankreich oder England oder Italien, ist Mallorca einfach ideal. Mit den Verkehrsverbindungen ist es auch eine wunderschöne Insel, ist einfach wunderschön und auch tolle Bikestraßen und man hat auch alles, viele Künstler und wie gesagt, ich habe auch schon Freunde, da ist es auch wichtig, Freunde zu haben, da gute Kumpels. Hast du dir unten eine Finca gekauft oder selber gebaut? Na, gar nichts gekauft. Ich habe einfach eine schöne Wohnung mir gemietet. Hab Glück gehabt und habe einen schönen eigenen Strand an meiner Wohnung dran. Aber nee, ich mache mich gar nicht. Ich will mich da nicht irgendwie festlegen. Ich will morgen, wenn ich keinen Bock mehr habe, will ich abreisen können. Ich hab noch meine Wohnung in Berlin. Kann ich jederzeit zurück. Sie ist vermietet, aber
Nee, also ich will flexibel sein. Also was du auf jeden Fall machen wirst, wird neben Reiten auch Harley fahren sein. Denn deswegen bist du auch hier in Ingolstadt. Du hast dir heute eine Harley abgeholt. Was für ein Gefühl war es für dich, mal mit dieser Harley hier wieder entlang zu fahren? Ja, jetzt bin ich ja lange Honda gefahren. War meine Harley ein bisschen untreu geworden, muss ich jetzt mal ehrlicherweise sagen. Beim Peukert, der hat mich mal auf einer Honda Probe fahren lassen. Und das war eine Rennmaschine. Herr Peukert, der Rainer, der hat mich mal auf einer Honda Probe fahren lassen. Und also die Mischung ist toll. Ich habe eine Rennmaschine jetzt, eine Honda, eine schnelle VTR, auch eine bullige Zweizylinder und jetzt die Harley. Eine Harley ist halt nun mal was Besonderes. Es ist irgendwo eine alte Lady, die ist aber noch total fit, gut im Saft. Stramme Schenkel, alles noch harte Nippel, also es passt noch alles. Und sie ist immer noch scharf und hat immer eine rauchige, tolle Stimme, die Harley, ja. Also nee, schon, nee, und hatte ja der Ingo, unser Artist, unser Airbrusher hier, hat die ja toll gemacht. Also hat die toll klassisch im Stil gelassen und trotzdem eine individuelle Note ihr gegeben. Und ja, ich bin voll happy. Ja. Du bist auch relativ oft in Ingolstadt. Woher kommen diese Beziehungen und wen kennst du hier eigentlich alles? Ja, hier gibt's halt eine gute Autobahn. Wenn man von München nach Berlin fährt, dann kommt man zwangsläufig an Ingolstadt vorbei. Außerdem bin ich auch gerne mal in Nürnberg. Die haben super Bratwürstel. Die liebe ich. Und das Sauerkraut. Wie gesagt, ich habe eben auch hier ein paar Kumpels und Freunde. Und ja, wie gesagt.